zusammen. Wie Sie sicherlich dem Flyer entnommen haben, habe ich 10 Jahre bei der Firma Festool gearbeitet. Habe dort mit meinem Team als Werksleiter die Cutter und das Arbeiten mit Zielzuständen zur täglichen Routine in Verbesserung und Führung gemacht. Arbeite jetzt aber als Management-Trainer und Cutter-Coach. Habe mich in den letzten beiden Jahren auch bei Festool sehr intensiv mit den Bereichen Vertrieb, Marketing, Personal, Controlling und auch Service auseinandergesetzt und möchte Ihnen heute deshalb einige Erfahrungen berichten, sozusagen als Einladung für Sie als Startpunkt in den administrativen Bereichen mit der Charta zu starten, denn wir alle wissen, in den administrativen Bereichen glauben wir, dass das größte Potenzial liegt. Wir tun uns aber immer noch unglaublich schwer, diese Potenziale zu erschließen. Und deshalb möchte ich Ihnen heute einige Erfahrungen schildern und würde mich freuen, wenn wir dann in der Zeit bis zum nächsten Cutter-Tag einige Versuche miteinander machen und sozusagen mit der Cutter lernen, wie wir in administrativen Bereichen verbessern können. Und damit wir uns dem Thema jetzt ein bisschen nähern und vor allem auch, weil mein Vortrag ja heute der letzte ist und Sie sicherlich schon so viel Input mitgenommen haben, dass es schwer wird, wenn ich jetzt da noch was oben drauf packe, möchte ich mit Ihnen zum Start eine kleine Übung machen. Aber wenn Sie dazu bitte mal kurz aufstehen könnten. So, auf der nächsten Folie finden Sie eine gemeinsame Aufgabe, also eine Aufgabe für Sie alle, die Sie zusammen lösen sollten. Ich brauche dazu nichts sagen, denn Sie können das einfach durchlesen und sobald Sie das gelesen haben, legen Sie bitte sofort los. Okay? Okay, okay. Sie dürfen sich wieder hinsetzen. Dankeschön. Es hat ein bisschen gedauert, ne? Es hat ein bisschen gedauert. Warum haben Sie nicht sofort losgelegt? Was hat Ihnen gefehlt? Also zum einen hat Ihnen gefehlt, welches Geräusch sollen wir denn hier machen? Also sozusagen ein Muster. Und zum zweiten, was hat Ihnen gefehlt? Ein gemeinsamer Startzeitpunkt. Na, hier vorne, Sie haben sich so ein bisschen angeschaut, als Sie gesehen haben, der erste klatscht, okay, dann sind Sie hinterhergelaufen. Und als man das Klatschen gehört hat, haben alle geklatscht. Es wäre ganz anders gewesen, wenn ich gesagt hätte, klatschen Sie bitte gemeinsam bei drei. Eins, zwei, drei. Also Muster und Takt. Und das sind zwei Dinge, die ich für mich erlebt habe, die wir unbedingt brauchen, wenn wir grundsätzlich verbessern wollen. Und auch in den administrativen Bereichen müssen wir genau diese beiden Dinge finden, damit wir überhaupt verbessern können. Warum ist Verbesserung in administrativen Bereichen so schwer? Werfen wir mal einen kurzen Blick in ein Büro. Wir sind alle der Meinung, es gibt eine Menge Potenzial in administrativen Bereichen. Hier muss sich was verbessern. Also bitte, was schlagen Sie vor? Ja, genau, wir könnten, genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Wir könnten hier unten links auf dem Schreibtisch, da müsste man dringend mal einen 5S-Workshop machen. Und oben rechts sehen Sie das, sehen Sie dieses Regal, das Büromaterial. Was sollten wir da machen? Da führen wir Kanban ein, ne? Oder? Ist doch klar, ist doch klar. Achtung, könnte es sein, dass wir mal wieder nur die Umsetzung kopieren und nicht die Idee dahinter? Also ich kenne viele Unternehmen, die Kanban machen. In der Produktion vor allem sehr verbreitet. Ich kenne aber sehr wenige Unternehmen, die Kanban benutzen, um Zielzustände sichtbar zu machen und bei jeder Abweichung dann ein PDCA starten. Das heißt, Kanban ist ja eigentlich eine Methode, um einen Zielzustand und Prozessmusterabweichungen sichtbar zu machen. So, also wenn wir jetzt Kanban verwenden für Büromaterial, sollten wir uns vielleicht die Frage stellen, ist die Wiederbeschaffung von Büromaterial wirklich das Problem, das wir hier sichtbar machen müssen, damit wir in den administrativen Bereichen das große Potenzial heben? Was mir sehr geholfen hat in der Arbeit in den administrativen Bereichen, ist mir wieder bewusst zu machen, was ganz am Anfang stand, als wir angefangen haben, mit der Cutter zu arbeiten. Denn der Ausgangspunkt der Arbeit mit der Cutter war ja, dass wir gesagt haben, wir verändern viel, aber es verbessert sich wenig.
Warum? Weil wir Verbesserungen nicht zielgerichtet betreiben. Das heißt, das Bild, das Sie sicherlich alle kennen, sieht ja so aus. Wir haben eine aktuelle Situation, wir beschäftigen uns und suchen Auffälligkeiten und dann versuchen wir Lösungen zu finden zu diesen Auffälligkeiten. In jede beliebige Richtung. Und das, damals haben wir gesagt, Verbesserung findet nur statt, wenn sie zielgerichtet ist. Wenn also Auffälligkeiten zu Hindernissen werden, die wir dann gezielt beseitigen. Das heißt, auch in den administrativen Bereichen sollten wir als erstes die Frage stellen, was ist denn eigentlich hier unser Zielzustand? So, was macht jetzt einen Zielzustand zu einem guten Zielzustand? Und zwei Dinge halte ich dabei für besonders wichtig. Ein Zielzustand hat ja mindestens vier wichtige Elemente. Zwei davon halte ich für besonders wichtig. Und das eine, und auch da erinnern Sie sich, haben wir am Anfang darüber gesprochen, ein Zielzustand muss eine kurzzyklische Fortschrittsmessung ermöglichen. Das ist so ein bisschen wie im Gebirge. Ja, ohne Höhenmesser ist es ziemlich schwierig. Denn das langfristige Ziel, das kann ich unglaublich schwer einschätzen. Und da kann ich hinterher nur sagen, ich bin auf dem Gipfel gewesen oder eben nicht. Wir brauchen also eine kurzzyklische Fortschrittsmessung, nicht nur Ergebniskennzahlen. Und wie oft, auch in den administrativen Bereichen, haben wir zwar eine Ergebniskennzahl, aber von einer täglichen oder noch kurzzyklischeren Fortschrittsmessung sind wir extrem weit entfernt. Stellt sich also die Frage in den administrativen Bereichen, was könnte denn eine solche Messgröße, eine Prozesskennzahl für eine Fortschrittsmessung sein? Und da sollten wir uns zuerst mal die Frage stellen, wo müssen denn die Prozesse in den administrativen Bereichen langfristig hin? Und da sind mir zwei Dinge im Unterschied zur Produktion aufgefallen. Das eine ist, wenn wir also hier auf der Suche sind nach so einem Höhenmesser, das eine ist, bei Dienstleistung, Handel und Service übersteigt die Durchlaufzeit des Informationsflusses in der Regel bei weitem die Durchlaufzeit des sozusagen erstellenden, des physisch erstellenden Prozesses. Ja, also hier ein Beispiel, Organisation einer Geburtstagsfeier zum 70. Geburtstag. Ja, vorne Kunde beraten, Angebot erstellen, Auftrag erfassen und so weiter. Die Feier ist dann ein Tag und dann dauert es wieder, bis alle Unterlieferanten die Rechnungen und Nachkalkulationen und so weiter. Kosten fallen aber schon ganz vorne an und der Cashflow beginnt ja auch ganz vorne. Genauso bei den internen Dienstleistungen. Die tragen ja nicht direkt zur Wertschöpfung, zum Beispiel in der Produktion, bei, sondern bieten indirekte Dienstleistungen, damit dieser Prozess möglich ist. Das heißt auch da idealerweise Durchlaufzeit, Aufwand minimal, bei maximaler Kundenzufriedenheit. Insofern könnten wir doch sagen, der Nordstern für administrative Prozesse, wenn wir über Prozesse reden, im Gegensatz zur Produktion, könnte sein 0, 0, 1. Ne? Null Durchlaufzeit, null Aufwand, 100% Kundenzufriedenheit sozusagen als Regulativ. Jetzt, was ist das Problem? Also wenn ich die Durchlaufzeit als die maximal oder als die Führgröße nehme, in den meisten administrativen Prozessen ist die Durchlaufzeit, wenn wir uns das anschauen, ja, mein Prozess ist hier der grün umrahmte, die Aufgabe kommt zweimal bei mir vorbei, nicht nur von mir selbst beeinflusst, sondern maßgeblich auch von externen Faktoren. Ich kann es nicht direkt beeinflussen. Wir brauchen also eine Größe im Bereich, die uns eine täglich kurzzyklische Messung erlaubt. Und da gibt es etwas, das ist nur eine Möglichkeit, das zu tun, die hat aber in einigen Fällen mir schon sehr geholfen und die kommt aus dem Bankbereich. Haben Sie schon mal etwas von Tagfertigkeit gehört? Das ist so ein Grundsatz in der Bankbearbeitung. Die Tagfertigkeit sagt, dass jeder Vorgang am Tag seines Anfallens komplett abgeschlossen werden muss. Und wenn ich diesen Ansatz verwende, kann ich in meinem Bereich mit dem Anspruch, alle Vorgänge, die heute anfallen, haben wir heute abgeschlossen, sozusagen im Ideal keine Wiedervorlage, bin ich in meinem Bereich messbar. Davon sind wir natürlich erstmal kilometerweit weg, aber ich kann es täglich messen. Also sozusagen, ja, heute erledigt. Und irgendwie da ist mir klar geworden, was wir vielleicht besser unter diesem Thema Clean Desk verstehen sollten. Nämlich nicht aufräumen, bitte. Ja, am Abend räumen wir immer auf. Am Abend fahren wir die Linie leer und morgens räumen wir die Werkzeuge alle wieder rein. Das würden wir in der Produktion nie tun. Ja. Also Clean Desk im Sinne, alle Aufträge, die heute begonnen werden, sind auch heute abgeschlossen. Und damit habe ich das erste Mal eine kurzzyklische Messbarkeit in administrativen Prozessen. Was ist jetzt das Problem dabei? Schon ein guter Zielzustand? Ich war letzte Woche bei einem Unternehmen, die da seit einigen Monaten mit dieser Tagfertigkeit arbeiten. Das war immer so bei 70, 60,
65%. Und eine der Führungskräfte sagte zu mir, irgendwie ein bisschen frustrierend. Wir sehen das zwar jetzt, ist auch schön, dass wir das jeden Tag messen können, aber wir kommen noch nicht so richtig voran. Meine Frage war dann, ja, welche Hindernisse halten euch denn ab? Ja, das sind jeden Tag andere. Oder mit anderen Worten, wir wissen es nicht so genau. Das heißt, das zweite wichtige Element, was ein Zielzustand braucht, ist neben der Prozesskennzahl, die wir kurzzyklisch messen können, ein Muster. Ist eigentlich auch klar, haben wir bei Zielzuständen immer drüber gesprochen. Aber bitte nicht Zahlen vergleichen, um Hindernisse zu sehen, sondern Muster miteinander vergleichen. Das heißt, wenn ich ein Sollmuster habe, kann ich sagen, ach, so sollte das sein. Es ist so, ja, dann ein bisschen mehr so. Das heißt, wenn ich in administrativen Prozessen kein Sollmuster habe, springen wir weiter nur von Auffälligkeit zu Auffälligkeit. So, was könnte jetzt ein solches Muster sein und warum fällt uns das oft so schwer, ein solches Muster zu definieren? Schauen wir noch mal kurz in die Produktion zurück. In der Produktion ist es ja typischerweise so, und das ist sozusagen unser Vorteil dort, der Inhalt ist fix. Ist klar, was in der Montagelinie in der Produktionseinheit gefertigt werden soll. Die Reihenfolge ist klar, meistens technisch bedingt. Das heißt, was variabel bleibt, ist die Zeit. Also stellen wir uns in der Verbesserung meistens die Frage, und deshalb verwenden wir Zykluszeit als führende Größe, wie lange sollte es dauern, wie lange dauert es tatsächlich und was muss ich deshalb tun? In administrativen Bereichen ist das ein bisschen anders. Der Inhalt ist variabel, die Reihenfolge, wie ich es am Tag tue, ist oft auch variabel und die Zeit ist auch noch variabel. Das heißt, die Frage, die sich hier stellt, weil die Zeit variabel ist und der Ablauf der Inhalte, was sollte denn hier passieren? Also was ist das Muster, mit dem ich hier arbeiten sollte? Und der erste Schritt, der mir da immer geholfen hat, ist zunächst mal zu separieren in Prozesse, in Projekte und in sporadisch anfallende Tätigkeiten. Also Dinge, die zyklisch sind, kurzzyklisch, längerzyklisch, Projekte, die linear verlaufen und dann wirklich Dinge, die sporadisch kommen, die Nachfrage des Kollegen. Kannst du mir mal hier oder da helfen? Was passiert hier überhaupt? Um dann im zweiten Schritt, und ich möchte jetzt eingehen auf den obersten Fall, nämlich die Prozesse, weil ich auch da gemerkt habe, wir können, wenn wir mit kurzzyklischen Prozessen beginnen, das, was wir da lernen, übertragen auf längerzyklische Themen und das ist wieder sehr ähnlich wie in Projekten, sollten wir im nächsten Schritt ein festes Zeitfenster geben. Also wir wissen ja am Anfang nicht, was sollte das Muster sein in diesem administrativen Prozess. Wir schauen nur rein und sehen, da passiert irgendwas. So. Stellen Sie sich also vor, wir halten jetzt einen festen Takt ein, ein Zeitfenster und sagen, innerhalb dieser Stunde sollte der Prozess abgeschlossen sein. Und dann können wir die Frage stellen, wie muss er jetzt deshalb ablaufen? Sie kennen das im Übrigen, dieses Vorgehen. Das gibt es in der Musik. Da gibt es also einen festen Takt, und innerhalb dieses Taktes muss alles abgeschlossen sein. Und jetzt kann ich sozusagen die Noten da reinfüllen und kann anfangen zu üben, diese Noten zu spielen. Und auch klar ist, innerhalb eines Taktes sollte natürlich immer nur ein Prozess erfolgen. In einem Takt, Musiktakt spielen wir ja auch nur eine Melodie. Und die andere Melodie, die spielen wir danach. Also bitte nicht mehrere Prozesse gleichzeitig. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Taktmodell verwenden, wie können wir das auf die Tagesarbeit übertragen, damit unsere Arbeit nicht so aussieht? Ne? Also wir wollen ja Musik spielen, nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Also ein ganz normaler Tag in einem administrativen Bereich sieht ungefähr so aus. Er beginnt um 8, endet ungefähr um 17 Uhr mit hinten raus ein bisschen Überzeit. Wir beschäftigen uns mit einer ganzen Menge Prozesse, das sind die Ps, dann gibt es ein Projekt, an dem ich arbeite, es gibt eine Besprechung und dann gibt es eine ganze Menge Anrufe, Nachfragen, E-Mails, Störungen, die auf mich einströmen. Wenn ich jetzt also anfange, nach einem Sollmuster zu suchen, picke ich mir einen Prozess davon, zum Beispiel Prozess 1, und gebe diesem mal ein festes Zeitfenster. Also zum Beispiel den Prozess 1 schließe ich heute ab, Tagfertigkeit, zwischen 9 und 10 Uhr, festes Fenster. Wenn ich dann diesen Höhenmesser habe, Tagfertigkeit, festes Prozentfenster, kann ich jetzt anfangen, mir die Frage zu stellen, wie muss denn jetzt dieser Prozess ablaufen, damit ich das erreiche? Und plötzlich kann ich sehen, was mich daran hindert, sowohl in meiner eigenen Arbeit, als auch in dem Input oder der Zuarbeit von anderen Bereichen. Also ein Zielzustand im administrativen Bereich brauchen wir mindestens Höhenmesser, Sollablaufmuster. Wollen wir mal versuchen an einem Beispiel. Ja, hier ein Coach, ein Mentee, Frau Fuchs, Herr Müller, machen sich auf den Weg, einen Zielzustand für einen administrativen Bereich zu definieren.
Ja, das heißt, die erste Frage ist, hier sehen Sie jetzt alle vier Elemente, die ein Zielzustand haben sollte, Herausforderung, Ergebniskennzahl, Prozesskennzahl, soll Ablaufmuster. Was ist die Herausforderung für diesen Prozess? Frau Fuchs sagt, damit wir die Kundenzufriedenheit steigern, müssen wir die Durchlaufzeit senken. Ja, es gibt ja in den meisten administrativen Prozessen einen direkten Zusammenhang zwischen Durchlaufzeit, Kundenzufriedenheit und Cashflow. Also sagt sie, die Gesamtdurchlaufzeit bitte von 4 auf 2 Tagen. Das heißt, in meinem Bereich, denn der Gesamtprozess ist länger, müssen wir die Tagfertigkeit von 60% auf 90% erhöhen. Ja. Und sie fragt dann, lieber Herr Müller, an welchem Prozess, Priorisierung, wir picken uns nur einen Prozess, müssen wir dazu arbeiten? Darauf sagt er, ja, da muss ich zuerst den Prozess 1 verbessern. Okay, dann fragt sie wieder, was ist denn die Ausgangssituation in diesem Prozess? Darauf sagt er, ja, meine Tagfertigkeit liegt bei nur 60%, mein Aufwand ist 10 Minuten pro Auftrag und im Schnitt haben wir einen Auftragseingang von 10 Aufträgen, die pro Tag abgearbeitet werden müssen. Und heute verwende ich etwa 1 Stunde auf diese Tätigkeit. Das heißt, bei gleichen Ressourcen dürfen wir auch in Zukunft nur 1 Stunde verwenden. Ja? Aber eben mit gesteigerter Tagfertigkeit. So, darauf fragt sie wieder, was müssen wir denn jetzt dazu im Prozess 1 erreichen? Also was ist dann der Zielzustand? Darauf sagt er, ja, Tagfertigkeit 90% wegen der übergeordneten Herausforderung. Das heißt, ich muss alle Aufträge, damit ich weiter in der Stunde bleibe, ja, ergibt sich jetzt hier ein festes Muster, ja, von 9 bis 10, 1 Stunde, gleiche Ressourcen, muss ich jeden Auftrag bitte in 6 Minuten erledigen. Ja, kann ich beides messen, Ergebniskennzahl, Prozesskennzahl. Und jetzt habe ich einen Zielzustand, bei dem sie das erste Mal fragen kann, okay, wie müsste denn jetzt der Prozess dazu ablaufen? Und jetzt können wir sozusagen in dieses Fenster eintauchen hier und sagen, okay, ja, da gibt es verschiedene mögliche Prozessdurchläufe. Wenn das dieser Typ Auftrag ist, brauchen wir heute so lang, weil der läuft diesen Weg. Wenn das dieser ist, geht es ganz schnell, weil der geht so durch. Und jetzt können wir uns schrittweise, ja, hier an unserem PDCA-Blatt auf den Weg machen, das Sollmuster innerhalb der Stunde festzulegen, damit wir jeden Auftrag in 6 Minuten erledigen können. Und das wird sowohl interne als auch externe Einflussgrößen haben. Ein erster Zielzustand für einen administrativen Prozess. Ein Gedanke noch zu längerzyklischen Prozessen, sozusagen auf dem Weg zu Projekten. Bei längerzyklischen Prozessen gilt ja das Gleiche. Das Problem ist oft bei langzyklischen Prozessen, wir haben zum Beispiel ein Thema gehabt mit einem Budgetierungsprozess, Durchlauf 2 Monate, ist ja, dass die Hauptzeit der Durchlaufzeit beeinflusst wird durch Liegezeiten. Also die Budgetvorgabe wird zum Beispiel in die Landesgesellschaften geschickt. Da die nicht vorbereitet sind, bis die ihr Team wieder organisiert haben, dauert das erstmal eine Woche, erst dann legen die los. Das heißt, neben dem Muster, das in dem Takt stattfindet, ist bei langzyklischen Prozessen vor allem auch eine Terminierung wichtig. Wann soll denn dieser Takt stattfinden? Ja, wie im Orchester. Das ist ja entscheidend. Wann findet dieser Takt statt? Wann findet dieser Takt statt? Das heißt, ganz einfache Sache, wenn ich ein terminiertes Sollmuster auf einen langzyklischen Prozess lege und das den Start nicht immer erst dann mache, wenn der vorausgehende Takt abgeschlossen ist, habe ich die Chance, deutlich an Liegezeiten rauszunehmen. Und bin das erste Mal in der Lage zu fragen, wie müsste denn der Prozess dann im jeweiligen Takt ablaufen? Und was Sie hier auch sehen, das ist ja jetzt nur ein Instrument hier. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt das erste Instrument hier sowohl zeitlich, ja, Takt 1, dann bitte Pause, Takt 2 und was passiert im Takt beherrsche, kann ich das zweite Instrument dazu nehmen, das vielleicht genau hier spielen muss, damit die richtige Melodie entsteht. Das heißt, mit diesen Taktfenstern sind wir auch in der Lage, verschiedene Bereiche miteinander zu synchronisieren. So, ein letzter Gedanke noch, was mir auch aufgefallen ist, in den meisten administrativen Bereichen haben wir ja nicht die Rolle des klassischen Prozessverbesserers, sondern es ist ja oft so eine 1-zu-N-Beziehung. Und entweder arbeitet dann jeder an einem Teilthema, was wirklich separierbar ist, oder weil, wie in diesem Beispiel, alle 3 Mitarbeiter die gleiche Tätigkeit haben, muss ich natürlich auch mit allen gemeinsam arbeiten. Und meine Erfahrung ist, da ist die Visualisierung für das Team, was Zielzustand angeht, was Ist-Situation angeht und was die Hindernisse sind, an denen wir gerade arbeiten, noch viel wichtiger, als sie das in der Produktion ist.
Jetzt würden wir typischerweise sagen, ja, administrative Prozesse können wir ja nicht sehen, weil die passieren ja im System. Die CAD-Zeichnung ist im System wird konstruiert, die Buchung findet im System statt. Das ist richtig und es geht auch nicht darum, den Prozess aus dem System zu heben und komplett zu visualisieren. Aber das einzelne Problem, zum Beispiel ein technisches Problem, das sozusagen in einer Zeichnung dargestellt wird, kann ich sehr wohl aus dem System rausnehmen und als Detail erklären und sagen, unser Problem ist genau hier. Und jetzt können wir gemeinsam als Team dran arbeiten und zum Beispiel sagen, wir setzen mehr Ressourcen drauf, wir setzen jemand anders da drauf, welches Experiment machen wir und können hinterher wieder schauen, zeigt uns bitte nur das Detail, was ihr rausgefunden habt. Und im Grunde kann man alles visualisieren, wenn man so ein bisschen die Expertensprache weglässt und einfach eine Skizze macht. Ja, man muss ja nicht so perfekt sein, wie wir es hier auf der rechten Seite sehen. Aber man kann unglaublich viel skizzieren. Deswegen sind wir zum Beispiel im Entwicklungsbereich dahin gekommen, haben gesagt, bitte die wöchentlichen Teambesprechungen. Jeder bringt sein Problem als Skizze mit. Weil sonst sitzen die Experten im Raum, jeder schildert sein Problem und wir können eigentlich hinterher nur sagen, ja, wir haben verstanden, du hast ein Problem, wir haben aber keine Ahnung, was es ist und wie wir dir helfen sollen. Also die Dinge sichtbar machen. Und das Zweite ist, in administrativen Bereichen wählen wir gerade bei langzyklischen Prozessen und auch bei Projekten die Reflexionsabstände, sozusagen unsere Coaching-Zyklen, oft viel zu lang. Ja, Entwicklungsprojekt 3 Jahre, danach reflektieren wir darüber, was schiefgelaufen ist. Ja, bitte keine Chance, ja, keine Chance. Das heißt, wir brauchen, nachdem ein Takt abgeschlossen ist, die Reflexion. Nur dann haben wir noch in Erinnerung, was war das Sollmuster, was war das Istmuster und wo gab es die Abweichung, was müssen wir deshalb als nächstes tun. Also zum Beispiel, wenn Sie mit einem Tagesmeeting arbeiten, 15 Minuten einmal am Tag, bitte direkt nach dem Zeitstrahl oder nach dem Takt, den Sie für diesen Prozess gewählt haben. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen und den ersten Prozess in ein festes Taktfenster gebracht haben, den beherrschen, können wir den zweiten dazu bringen, den dritten, den vierten. Sie merken schon, das geht in Richtung Tagesmuster. Aber wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, dass wir sagen, gut, dann fangen wir gleich mit einem Wochenplan an. Auch das habe ich in einem Unternehmen erlebt, da war dann die Führungskraft die Aufgabe, bitte macht euch einen Wochenplan, damit wir die Tagfertigkeit erreichen. Ja, keine Chance. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihren Wochenplan einhalten? Niemals. Was lernen wir daraus? Gar nichts. Ja? Also bitte wählen Sie kleine Zeitslots, wählen Sie kleine Takte. Das heißt, ich möchte Sie für das Jahr bis zum nächsten Katatag dazu einladen, mit folgenden 3 Dingen zu experimentieren. Nämlich tägliche Fortschrittsmessung, feste Zeitfenster, also Takt und ein Sollmuster. Man kann sich das leichter merken, wenn man das andersrum liest. Ja? Also Muster, Takt und Höhenmesser. Ohne wird es niemals besser. Ne? Können wir einmal zusammen? Ja? Bitte. Muster, Takt und Höhenmesser. Ohne wird es niemals besser. Okay? Und beim nächsten Jahr frage ich Sie dann, was haben Sie rausgefunden zu Kata in den administrativen Bereichen? Vielen Dank.